zusammen. Ich begrüße euch alle wieder ganz herzlich zum Mittwochsimpuls. Dieses Mal von einem ganz besonderen Ort in unserer Kirchengemeinde in Langenaubach. Ich stehe hier in unserem Glockenturm der Auferstehungskirche. Und Sie sehen, wenn man ganz nach oben schaut, die vier Glocken, die immer für uns läuten. Glocken, die läuten eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und sie läuten in allen Gemeinden. Und sie verbinden uns miteinander. Beispielsweise gibt es eine Vater-Unser-Glocke, die immer zum Vater-Unser läutet. Und die sagt, jetzt versammeln wir uns gerade im Gebet, so wie an vielen anderen Orten auch. Und die Glocken, sie rufen uns. Zu Beginn eines Gottesdienstes, da läuten wir auch. Da rufen wir alle zusammen, doch zum Gottesdienst zu kommen. Dann wollen wir doch mal hören, wie laut diese Glocken heute so klingen. Ein paar Menschen anlocken. Und ach, ja, wen sehe ich denn da? Wer klettert denn hier gerade in den Glockenturm? Hallo. Ach, hallo Jona, schön dich zu sehen. Das ist einer meiner ehemaligen Konfirmanden. Jona, cool, was tust du denn hier? Ich wollte mal gucken, ich habe die Glocke läuten gehört und ich denke, ich guck mal vorbei. Ja, wenn das immer so wäre, wenn das Glockenläuten die Konfirmanden in die Kirche locken würde, das wäre wunderbar. Jona, erinnerst du dich noch? Wir haben ja auch ein bisschen was in unserem Konfi-Unterricht über die Glocken gelernt. Weißt du noch irgendwas über unsere vier Glocken hier? Also die älteste Glocke ist aus dem Jahr 1449, wurde auch schon in der alten Kapelle hier in Langenaubach aufgehangen. Super, ganz vielen Dank dir. In der alten Kapelle hing also schon die Glocke, 1449. Und die anderen vier Glocken, die wurden auch extra hierher transportiert dann natürlich, als diese Kirche fertiggestellt worden ist in den 60ern. Und es sind ganz besondere Glocken. Das eine ist die Osterglocke, dann haben wir die Passionsglocke, die Pfingstglocke und dann eben auch noch unsere Vater-Unser-Glocke. Das sind die Glocken, die läuten zu allen Festzeiten, zu allen Gottesdiensten. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, sie läuten, um uns in die Kirche zu locken oder sie läuten zum Gebet. Sie läuten aber auch zu bestimmten Stundenzeiten. Wir haben ein Glockengeläut zum Beispiel mittags oder am Abend. Und früher, da waren die Glocken ein Zeichen für die Menschen. Nämlich, Achtung, es ist jetzt Mittag, ihr dürft Mittagspause machen. Kommt nach Hause von den Äckern und Feldern und dann geht's irgendwann wieder aufs Feld. Oder abends, jetzt ist es vorbei, ihr dürft nach Hause kommen. Und in Städten war das ganz wichtig, weil da dann auch die Stadttore irgendwann zugegangen sind. Und die Glocken haben die Leute rechtzeitig vom Feld gerufen, dass man noch vor der Schließung der Stadttore zu Hause ist. Wir läuten also, nicht einfach zum Spaß, sondern weil wir ein Zeichen setzen wollen. Ein Zeichen für unterschiedliche Tageszeiten, ein Zeichen fürs Gebet, ein Zeichen für Festzeiten und auch ein Zeichen der Gemeinschaft. Wir haben das Corona-Läuten gehabt, immer zu einer bestimmten Uhrzeit, oder wir haben für die Flutopfer geläutet. Und wir läuten eben, dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Wenn ihr also irgendwann mal denkt, hey, ich fühle mich ganz alleine, egal wo ihr seid, wenn ihr ein Glockenläuten hört, dann haltet vielleicht einen Moment inne, sprecht das Vaterunser in Gedanken oder auch laut mit, denn ich bin ganz sicher, irgendwo auf der Welt, irgendwo in einer unserer Gemeinden hier, da läuten auch die Glocken. Und wir sind verbunden im Gebet, in Gemeinschaft. Ich wünsche eine gesegnete Woche, einen guten Mittwoch.